fortsetzen. Ah. Mein Gott, Sie sind keinen Tag gealtert. Bemerkenswert. Auch zeitweise. Sie haben zweifelsohne bemerkt, dass die Zeitachse verändert wurde. Russland hat die Weltherrschaft und Demitschew ist Kanzler. Hier, ich zeige Ihnen, was aus der Welt geworden ist, nachdem Sie Demitschew aus dem Feuer gerettet haben. Von dem Moment an, an dem ich das ZMG erfand, wollte Demitschew es haben. Er verlangte, dass ich es ihm für seine Forschungen übergebe. Als ich mich weigerte, ließ er mich und alle anderen, die nicht kooperierten, als Verräter abstempeln. Ohne sie wäre ich wie alle anderen getötet worden. Demitschew war besessen von der Macht und den Möglichkeiten der Singularität. Aber ein paar Monate nachdem sie entstand, gab es einen schrecklichen Unfall. Die Singularität explodierte und Tausende starben augenblicklich. Doch die hatten Glück. Die Überlebenden erlitten Schicksale weitaus schlimmer als der Tod. Die E99-Strahlung mutierte alles, was auf der Insel lebte, auch die Menschen. Die Insel wurde unter Quarantäne gestellt und aufgegeben. Aber erst als E99 in Massenproduktion gegangen war und überall, von der Mikrowelle über Autos bis hin zu Waffen, weit wirkungsvoller als Amerikas Atombombe, eingebaut wurde. Auf dem Rücken dieses Erfolgs konnte Demitschew schnell in der Partei aufsteigen, ständig predigend, dass Russland einen technologischen Vorteil hätte und diesen schnell und gnadenlos nutzen müsste. Und Präsident Khrushchev war einverstanden. Russland startete einen Präventivschlag gegen die Vereinigten Staaten. Die gesamte Ostküste wurde durch eine einzige E-99-Bombe vernichtet. Gleichzeitig wurden Angriffe in ganz Europa gestartet. Deutschland, Frankreich, England. Keiner konnte den E-99-Waffen der Truppen der UdSSR etwas entgegensetzen. Innerhalb von 6 Monaten stand die ganze Welt unter Khrushchevs Kontrolle. Aber nicht für lange. Demitschew nutzte die wachsende Zahl seiner Unterstützer, um Khrushchev zu entmachten und sich selbst zum Kanzler auf Lebenszeit zu ernennen. Sie sehen also, die Zeitachse hat sich verändert, aber sie kann korrigiert werden. Und die Singularität ist der Schlüssel. Durch sie kam Demitschew an die Macht und die Sowjetunion an die Weltherrschaft. Zerstören Sie die Singularität in der Vergangenheit, korrigiert sich die Geschichte selbst. Doch nur etwas mit gleichwertiger Kraft kann die Singularität zerstören. Die E-99-Bombe, die Khrushchev haben wollte. Eine davon befindet sich an Bord eines Frachters, der im Hafen sank, als die Singularität explodierte. Aber eins nach dem anderen. Nehmen Sie den Aufzug hinunter zur alten Bahnlinie. Von dort aus gelangen Sie zu den Docks. Catherine und ich unterstützen Sie, so gut es geht. Jetzt schaue ich mich hier aus. Ja, das interessiert mich gerade. Das ist jetzt hier nicht. Monstriert.
Captain, Sie sollten den Aufzug zur alten Bahnlinie nehmen. Ja, nehme ich. Na los, nehmen Sie den Aufzug zur alten Bahnlinie. Ich muss mir aber mal was überlegen, weil ich habe Pop-Up-Fenster. Sie zu einer alten Bahnlinie bringen. Ich habe hier Pop-Up-Fenster mit Bums. Chat, ich muss mir mal was überlegen. Alles in ein. Vorsichtiger. Wieso steigen Sie nicht in den Aufzug, Captain? Er bringt Sie zur alten Bahnlinie. Erstmal durch die Hürde. Captain, Sie sollten den Aufzug zur alten Bahnlinie nehmen. Schön. So. Scheiß drauf, ja, ein Schuh ist relativ. So. Jetzt. Hinten.
Ja, lässt mich nicht. Söhne Scheiße. Gehen wir runter. Gehen wir wieder. Schießen noch mehr Zombies über den Haufen. Einfach altern lassen. Ich das mal gewusst. Hören Sie mich! Sind Sie okay?
Scheiße. Jedes Mal, wenn ich etwas versuche,
wartet die Kreatur schon auf mich. Ich kann sie Tag und Nacht brüllen hören. Ich habe kein Essen, kein Wasser. Und mein verletztes Bein ist infiziert. Ich kann es nicht belasten. Ich habe mein Schicksal akzeptiert. Gestern habe ich gehört, wie die Boote ablegen. Keiner ist mehr hier. Nur ich und diese Kreatur. Chefs Männer haben den Turm angegriffen. Catherine hat sie abgelenkt und ich bin hierher gekommen. Das war ziemlich knapp. Kommen Sie her. Wir müssen etwas besprechen. Ja. Dann noch was besprechen. Ich habe eine riesige Käfer. Scheiß Leute. Jetzt aber weitergeht, ich bin ein Schiff.
So. So. Von Piotr Nikolski. Auf Gatorda 12 ist die Hölle losgebrochen. Eine Gruppe von uns hat sich zusammengetan und konnte überleben. Wir gehen in den Untergrund in der Hoffnung, uns vor diesen Kreaturen verstärken zu können. Leider ist der Tunnel eingestürzt. Wir können nicht weiter. Wir müssen unser Nachtlager suchen. Vielleicht können wir ausharren, bis die Katastrophe vorbei ist. Waschen,
mal Sprint dauern. Ja, das ist doch praktisch. Ich treffe einen Köpfen, ich habe auch einen zusammengeknallt. Ah ja, jetzt dürfen wir auf der Baris auf der Ecke springen. Die Sache sehe. Hier drüben, wir müssen reden. Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Demichevs Schlinge zieht sich zusammen. Bald könnte er sie haben. Nehmen Sie die Bahn. Sie führt zu den Docks. Wenn Sie dort sind, bergen Sie die E-99-Bombe. Damit können wir die Zeitachse korrigieren. Captain, der Weg ist blockiert. Wenn Sie die Leiter nach unten nehmen, müssten Sie den Kran reparieren können. Dann gelangen Sie auf die andere Seite. Verdammt, der Mitchef weiß, dass Sie hier sind. Schnell, reparieren Sie den Kran, dann bringe ich Sie auf die andere Seite. Sag mal, den Sanitär. Ja, das ist natürlich noch besser. Sie können den Kran über diese Leiter reparieren, Captain. Kann aber auch erstmal schön. Sie können den Kran über diese Leiter reparieren. ZMG, was habe ich? Sie probieren. Was vorher? Reparieren! Es ist der einzige Weg rüber!
ich Ihnen rüberhelfen. Sie müssen den Kran reparieren! Ja, ja. Oh,
Zeit.
Sicher kann ich ohne Lampe nicht. Jetzt ist es nicht von dem scheiß Schaden. Das ist hier von der Mülltonne. Schade jetzt. N und Warframe zocken. So. Bernmaß. Zurück zum Hauptmenü. Ja, ich weiß, alles geht verloren, was nicht gespeichert ist. OBS.